Ja, letzte Video von mir zum Thema Batman-Höhle. Ich habe es vollbracht. Ich habe es eigentlich fertig. Beide sind fertig. Also ich werde noch mal mir richtig andere Farbe holen, damit das ein bisschen besser aussieht und ein paar Steine reinkleben. Aber der Rohbau und das Ganze stilmäßig ist jetzt vollendet. Und lieber Tom hat mich noch einmal was geschrieben. Noch einmal, er wollte mir irgendwas machen. Und ich werde jetzt euch mal zeigen, wie sie jetzt aussehen. Ich habe heute den ganzen Tag, weil schönes draußen Wetter war in Düsseldorf, da habe ich die richtig immer schon mal richtig schön angepinselt. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, meine selbstgebauten Batman-Modelle als Höhle. Es sind zwei Stilformen. Ich habe die getrennt. Einmal den Tumbler und einmal Batman persönlich selber. Da werden auch irgendwie noch Schränke reinkommen, damit das ein bisschen besser aussieht. Und ich lasse ihn nicht mehr jetzt lange fackeln. Viel Spaß bei meinen selbstgebauten Batman Begins Höhlen. Yeah! So, ich fange jetzt mal erstmal an. Also so sehen sie erstmal beide aus. Ich weiß gar nicht, wo ich Platz. Ich habe sogar wunderschöne Platten da unten. Holzbretter in Klavierlackstil. Bitte nicht fragen, wo ich die hinstellen soll. Ich weiß es noch nicht, aber ist mir egal. Ich habe sie gebaut. Also ihr seht, die Farbe ist noch nicht ganz so, wie ich sie gerade haben möchte. Da muss ein bisschen Glanz rein, aber trotzdem ist egal. Ich werde jetzt euch jetzt mal die Höhlen zeigen. Diese Höhle kennt ihr mittlerweile ja, die habe ich ja auch schon mal gezeigt. Batman persönlich selber. Ich habe jetzt zwei Enterhakenpistolen mal selbst gemacht, so stilmäßig. Ich habe gedacht, mach das mal. Aber da kommt noch was Besseres rein, was so richtig aussieht. Ich habe noch alles noch mal wunderschön gemalt, angemalt, noch mal richtig angepinselt, der Batman entstaubt. Und das ist die Höhle, die ich allererstens gemacht habe. Ja, jetzt muss natürlich jetzt. Egal. Dann habe ich überlegt, der zweite Teil zu machen, weil es war mir eigentlich noch nicht gut genug. Ich wollte noch einen zweiten Teil machen mit dem Tabla hier rein. Und ich muss das Fenster zumachen. Immer wenn ich was machen will, kommt irgendwas. So, ihr seht, wenn ich so richtig, wie es mal reinhalte, die Kamera, wie düsterig das aussieht. Und das war der Stil, den ich mal haben wollte. Das ist richtig geil. Also ich muss ehrlich sagen, richtig gut geworden. Und wenn ich ein bisschen mal jetzt, ich drehe jetzt mal die ganze Chose. Und dann seht ihr den richtig. Oh, das sieht richtig geil aus. Fehlen echt noch die Fledermäuse. Und wenn man jetzt sieht, in jeden Ecken sieht man irgendwas Neues, wie die Höhle ist. Mega geil. Jetzt fehlt eigentlich noch ein richtiger Wasserfall. So ein bisschen Wasser rein und dann sieht es richtig noch realistischer aus. Aber das ist der Stil. So, wenn man jetzt mal hier hinguckt, das ist mega. So sehen sie von oben aus. Und natürlich wollen jetzt alle wissen, die Technik. So sehen sie von hinten aus. Da sind ganz weitere Batterieboxen. Die sind hier hinten dran festgeklebt. Die Kabel sind alle jetzt durch den ganzen Gips verspachtelt worden. Und so sehen die Rückseite aus. Also nicht so schön, ne? Ist klar. Ist ja auch egal, das sieht man ja auch nicht. Das Wichtige ist ja, man sieht sie von der Seite. Wenn ich natürlich den Scheinwerfer anmache, sieht man immer noch kleine weiße Punkte. Das ist der Gips. Ich muss nochmal mit feindünnen Pinseln nochmal nachgehen. Aber das mache ich mit anderer Farbe. So, und jetzt bin ich kaputt. Und jetzt will ich das Video beenden. Morgen muss ich wieder arbeiten. Ich habe es geschafft, die Höhlen ein bisschen jetzt total fertig zu machen. Und ja. Es ist immer schön. Ich freue mich richtig, wenn etwas fertig ist und dann kann es weitergehen. Also, ich bedanke mich für eure Unterstützung, liebe Batman-Fans, auch meine ganzen anderen Fans hier mit dem Bauprojekt Batman-Höhle Begins, mich immer unterstützen und reinzuschauen und sagen, wie ich das mache. Und wenn euch dieses Projekt, das Ende des Projekts gefallen sollte,
Da würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt und natürlich meinen Kanal einen Daumen hoch gibt zu dieses Video. Also, im Sinne, euer Mike, bis dann, ciao.